Feuerwehr! Auf mein Kommando! Halt! Feuerwehr! Rechts riecht! Oi. Feuerwehr! Halt! Acht! Zur Flankenrichtung! Gruppe rechts! Schott! An den Landesfeuerwehrkommandanten, Gruppe rechts, Schott! Herr Landesfeuerwehrkommandant, Brandinspektor Kassel, meldet 43 Feuerwehren mit 670 Mann und die Marktmusikkapelle Wallern zum Festakt in Wallern angetreten. Herr Brandinspektor, danke für die Meldung. Habt Acht ruhen lassen und den Festakt wie vorgesehen durchführen. Jawohl, habt Acht ruhen lassen und den Festakt durchführen. Feuerwehren, halt, acht! Feuerwehren, ruht! Geschätzte Feuerwehren, liebe Ehrengäste, ich möchte vorab einmal Danke sagen für den großartigen Besuch bei uns in Wallern und es freut mich jetzt, zahlreiche Ehrengäste begrüßen zu dürfen. So begrüße ich an vorderster Stelle unseren Landesrat Max Sigisberger in Wallern auf das Allerherzlichste. Ebenfalls begrüße ich unsere Abgeordneten zum Landtag, Erich Pilsner und Wolfgang Klinger. Mit großer Freude darf ich unseren Landesfeuerwehrkommandanten begrüßen, Landesbranddirektor Wolfgang Großsteiner. Mit Freude begrüße ich weiters unseren Bezirkshauptmann, Magister Christoph Schweizer. Mit Freude begrüße ich ebenfalls unseren Bürgermeister in Wallern, Franz Kieslinger. Ich darf weitere Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden begrüßen. So begrüße ich aus Bad Schalabach Gerhard Baumgartner, aus St. Marienkirchen Harald Grubmeier und aus Taufkirchen Gerhard Schauer. Ein herzliches Willkommen. Mit Freude darf ich auch unsere Pfarrerin begrüßen. Ich begrüße somit Herrn Gerhard Schwarz und Herrn Andreas Hochmeier. Aus den Reihen des Bezirksfeuerwehrkommandos darf ich begrüßen Oberbrandrat Josef Murrohr und Abschiedsfeuerwehrkommandanten Brandrat Johann Großsteiner. Ein herzliches Grüß Gott. Eine weitere Freude ist für mich, unsere Vizebürgermeister begrüßen zu dürfen. Frau Sonja Niederwemer und Herr Erhard Rudolf. Weiters begrüße ich pauschal alle Gemeindevorstände und Gemeinderäte auf das Allerherzlichste. Besondere Freude ist es mir, und wir haben ja ständig Kontakt in Wallern mit unserer Polizei in Bad Schalabach. Ich begrüße Bezirksinspektor Markus Wagner auf das Allerherzlichste. Applaus
Aus Reihen der Wirtschaft begrüße ich von der Uwe Wohnbau unseren Generalübernehmer für unser wunderschönes Feuerwehrhaus, Herrn Dr. Ferdinand Hochleiter und Herrn Ingenieur Christian Rechberger. Natürlich, jedes Gebäude braucht einen Planer. Und so begrüße ich unseren Architekten, der dieses schöne Feuerwehrhaus kreiert hat. Wolf Architektur ZD GmbH, der Architekt Wolfgang Großhock mit Gattin. Ebenfalls zur Verschönerung unseres Gebäudes wurde auch für Kunst am Bau ein begabter Künstler engagiert. Und so begrüße ich unseren Künstler Erwin Burgstaller, ebenfalls mit Gattin. Ein herzliches Willkommen. Weiters begrüße ich alle Medienvertreter und ersuche bereits jetzt um positive Berichterstattung für die Vorkommnisse generell im Feuerwesen und insbesondere jetzt in Wallern an der Trabnach. Es freut mich weiters, bereits heute unsere Marktmusikkapelle Wallern, die Manu Kawa, begrüßen zu dürfen. Die sind bei uns jetzt 3 Tage im Großeinsatz. Ich wünsche euch ebenfalls alles Gute, ein bisschen kühler im Zentrum und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Herzliches Grüß Gott euch allen. Jede Veranstaltung zeichnet den Besuch von Ehrendienstgradträgern aus. Und so freut es mich heute, eine große Runde hierbei begrüßen dürfen. Seitens auf Landesebene begrüße ich Ehrenlandesbranddirektor Johann Huber. Weiters Ehrenlandesbranddirektor Stellvertreter Alois Affenzeller. Ein herzliches Grüß Gott. Ebenfalls eine große Freude ist es für mich, auf Bezirksebene Herrn Ehrenoberbrandrat Rudolf Harrer, Herrn Ehrenoberbrandrat Josef Schwarzenseder, wer ihn nicht kennt, ist der Blecki, und Herrn Brandrat aus der Dienst Karl Wagner recht herzlich begrüßen. Aus den Reihen der Feuerwallern darf ich begrüßen meine Ehrendienstgradträger und wirklich Verantwortungsträger der vergangenen Jahrzehnte, Herrn Ehrenhauptbrandinspektor Johann Zauner, Herrn Ehrenoberbrandinspektor Josef Menzierl, Herrn Ehrenbrandinspektor Karl Weinberger und letztens meinen Vorgänger, Herrn Ehrenhauptbrandinspektor Waltenberger. Ein herzliches Grüß Gott. Des Weiteren freut es mich heute, unser Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wallern, Altbürgermeister oder Bürgermeister aus der Dienst, Fritz Schlager, weiters unseren Ehrenbürger in Wallern, Amtsleiter aus der Stich, Josef Furmöhringer, begrüßen zu dürfen. Weiters freut es mich, Vertreter aus der Wirtschaft begrüßen zu dürfen. Beispielgebend, weil uns heute unser schönes Kommandofahrzeug gesegnet wird, begrüße ich von der Firma Atos Herrn Michael Schimmer. Weiters begrüße ich alle anwesenden Ehrengäste aus der Politik, den angrenzenden Feuerwehrbezirken, unsere Nachbarn sowie die Bevölkerung aus Wallern. Ein recht herzliches Grüß Gott. Weiters ist es mir eine Freude, aufgrund der hohen Anzahl an teilnehmenden Feuerwehren diese namentlich begrüßen zu dürfen. So begrüße ich der Reihe nach, wie die Anmeldungen vorgenommen wurden. Mein Zugskommandant hat es gesagt, 43 Feuerwehren mit insgesamt 617 Mann. Ich erwähne die Feuerwehr Buchkirchen, die Feuerwehr Bad Schallerbach, begrüße mich hier schon für die gute Zusammenarbeit. Die machen bei uns heute einen Losendienst, ein recht herzliches Danke. Weiters begrüße ich die Feuerwehr Wallern im Burgenland, die Feuerwehr Rheinbach aus Deutschland, die Feuerwehr Traun, Roltham, Geboldskirchen, Pichl, Buchkirchen, Unterstetten, Heiding, Pichl bei Wels, St. Marienkirchen an der Polsenz, Heenberg, Kemmerten am Imbach, St. Georgen bei Gerskirchen, St. Thomas, Finkelhamm, Scharten, Geisensheim, Obertratnach, Schlüsselberg, Steinerkirchen, Rottenbach, Galsbach-Dachsberg, Galsbach, Steinholz, Oberbödling, Enzendorf, Reuth, Polham, Tegernbach, Michaelbach, Meckenhofen, Sulzbach, Güttling, Kalham, Schnölzenberg, Misselbach, Pötting, Dolenerau, Taufkirchen, Krängelbach und Bram.
Ein recht herzliches Grüß Gott und wir geben uns jetzt alle einen großen Applaus für diese große angetretene Gruppe. Recht herzlichen Dank. Ebenfalls möchte ich aber zusätzlich begrüßen die weitestgereisten Feuerwehren. Und ich suche jeweils ganz kurz, in aller Kürze, jeweils einen Vertreter zu mir auf die Bühne. Ich begrüße die Feuerwehr Wallern in Burgenland mit Kommandant Hauptinspektor Bernhard Huber sowie aus der Stadt Rheinbach in Nordrhein-Westfalen, die Köln-Bonn, mit Hauptbrandmeister und stellvertretender Löschzugführer Rainer Kirkens. Eine Freundschaft seit 2006 hat begonnen, Waldbrandcamp in Griechenland. Bitte ganz kurz zu mir herauskommen. Es ist mir eine Freude, ich möchte euch persönlich unsere Festschrift überreichen. Ja, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass es hier in Österreich nicht bekannt ist, dass man Geschenke mitbringt, sondern dass man Geschenke überreicht bekommt. Aber wir haben trotzdem eins mitgebracht. Ja, wir wollen eine kleine Rede halten, erstmal auf Hochdeutsch und dann auf Kölner Platt. Also für jeden, der es versteht. Und dann anschließend das Geschenk überreichen. Der Robert fängt an, das ist quasi nicht mein Stellvertreter, aber ihr merkt schon, ich rede schon ein bisschen platt, aber Robert, fang einfach an, wir machen dann einfach zick, zack, wie der Rheinländer das einfach so macht. Hallo? Hallo? Herzlichen Dank für die Einladung zur Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses. Herzlichen Dank für die Einladung zur Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses. Wir haben den weiten Weg aus Rheinbach, das ist in der Nähe von Köln, auf uns genommen. Wir haben den weiten Weg aus Rheinbach, das ist in der Nähe von Köln, natürlich auf uns genommen. Und das Wochenende mit unseren Kameraden zu verbringen. Und natürlich das Wochenende mit unseren Kameraden zu feiern. Vor fast 10 Jahren haben wir uns bei einem ehrenamtlichen Einsatz in Griechenland kennengelernt. Und seither ist dieser Kontakt zu einer gefestigten Freundschaft geworden. Vor fast 10 Jahren haben wir uns bei einem Einsatz, ein ehrenamtlich, war natürlich in Griechenland, ja, heute mag ja keiner mehr in Griechenland, seither ist der Kontakt bestanden. Irgendwann hat also ein anderer Text, dann lasse ich das wieder weg. Wir sind stolz darauf, heute eure Gäste sein zu dürfen und möchten euch dieses Präsent überreichen. Ich freue mich über die feste Freundschaft, die mir im Praktik, ja, und dem wir alle andere Jahr oder andere Lücke gemacht haben. Ne? Wir sind stolz darauf, Gäste zu singen, also Gäste zu sein, und möchten uns herzlich ein Geschenk überreichen. So, Patrick, dann möchte ich dich gerne mal hochbitten, ja, mit dem Kameraden Wolfgang. Das ist sehr schwer, das Ding. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass ihr im neuen Feuerwehrhaus ist ein Bild von unserer Feuerwehr. Wir haben unsere Feuerwehrfahrzeugen und ich danke dir, dass ihr einen schönen Platz findet hier. Dankeschön. Danke. Wünsche der Feuerwehr Wallern alles Gute mit dem neuen Feuerwehrhaus und mit dem Auto und feiert's noch schön. Danke. Thank you.
Ehrengäste sowie alle angetretenen Feuerwehren. Euer zahlreicher Besuch ist für uns Wallerer eine besondere Freude und ehrt uns gleichermaßen. Ebenso freut mich der zahlreiche Besuch aus der Bevölkerung und der Wirtschaft. Es liegt mittlerweile 11 Jahre zurück, als ich als Kommandant mit meinen Kommandomitgliedern das Ansuchen für den Neubau eines neuen Feuerwehrhauses stellte. Von Beginn an befürwortend wurde dieses Planvorhaben von den Bürgermeistern Fritz Schlager, Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wallern, und dem jetzigen Bürgermeister Franz Kieslinger in den Gemeindevorstand zur Beschlussfassung positiv eingebracht. Viele Gespräche auf kommunaler, Bezirks- und Landesebene führten letztendlich zu einer sehr guten Synergie. Zusätzlich waren auch Entscheidungen seitens des Landesfeuerwehrkommandos äußerst konstruktiv. Meine geschätzten Herren, ich möchte euch allen für den Weitblick der Entscheidungen danken. Am 1. August haben wir mit einem großen Fest unser modernes Feuerwehrhaus bezogen. Mit großer Kraftanstrengung ist es gelungen, Ästhetik, Zweckmäßigkeit und logische Wegführungen im inneren und äußeren Bereich zu vereinen. Alle Vorgaben aus dem Raumerfordernisprogramm und der Finanzierungsplanes konnten dabei eingehalten werden. Jetzt liegt es an uns, dieses Gebäude zweckmäßig zu beleben. Unser multifunktionelles Feuerwehrhaus wird Ausgangspunkt für Jugendarbeit, Ausbildung und Einsatzabwicklung im Sinne der Bevölkerung sein. Und die Einsatzläufe funktionieren. Alleine gestern wurden wir 3-mal über Sirenensteuerung vom Florian LFK zur Hilfeleistung alarmiert. Inmitten der intensiven Festvorbereitung eine außergewöhnliche Herausforderung. Geschätzte Feuerwehrkameraden, am 8. Juni dieses Jahres hieß es Wassermarsch vom Himmel. Viele von euch standen an diesem Tag bei uns im Katastropheneinsatz. Hierbei konnten wir unsere spontane Schlagkräftigkeit eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mehr als 30 Feuerwehren mit an die 45 Fahrzeugen und 400 Mann kämpften ehrenamtlich gegen eine elementare Katastrophe zum Schutz der Bevölkerung an. Über 80 Einsatzadressen, an die 135 Notrufe in weniger als 2 Stunden. Die allgemeine Lage war äußerst angespannt. Bürgermeister Franz Kieslinger als behördlicher Einsatzleiter war für mich als technischer Einsatzleiter mehr als nur eine hilfreiche Unterstützung und trug wesentlich für den Einsatzerfolg bei. Geschätzte Einsatzkräfte, wir sind eine starke Gruppe. Feuerwehr ist nicht nur, wenn die Sirene heult, Kameradschaft ist unser Mittelpunkt. Mit unseren leitspruchigen Wallern, gemeinsam sind wir Feuerwehr, gemeinsam sind wir stark, freue ich mich auf die kommenden Herausforderungen. Danke für eure geschätzte Aufmerksamkeit und ich übergebe nun das Wort an unseren Bürgermeister Franz Kieslinger. Sehr geehrter Herr Landesrat Hieselsberger, geschätzter Herr Landesfeuerwehrkommandant Dr. Grundsteiner, werte Ehrengäste, liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, Musikerinnen und Musiker, geschätzte Damen und Herren. Auch ich darf Sie alle sehr herzlich willkommen heißen und ich freue mich über Ihre Anwesenheit. Heute ist ein Freudentag für mich als Bürgermeister, aber ich denke ein Freudentag für die gesamte Marktgemeinde Waller. Kommandant hat es gesagt, vor 11 Jahren sind die ersten Gedanken für ein neues Feuerwehrhaus laut geworden. Vor 6 Jahren haben wir dann dieses Grundstück hier kaufen können und im Vorjahr mit dem Bau begonnen und nach intensiver Vorbereitung und Ansparung der finanziellen Mittel haben wir den Spatenstich dann feiern dürfen. Wir haben sehr viele, für uns sehr wichtige Gespräche im Landesfeuerwehrkommando geführt. Dort wurde uns wirklich geholfen, dass wir zielorientiert zu guten Lösungsansätzen kommen. Mein Dank gilt da ganz besonders dem damaligen Landesfeuerwehrinspektor Affenzeller und seinem Nachfolger in Herrn Grammel. Gleichzeitig galt es, die Finanzierung zu sichern. Nach ursprünglich geplanten Baubeginn, damals beim Grundkauf war noch von 2012 die Rede, die Wirtschaftskrise hat es dann eher ein bisschen zurückgeschoben auf 2015,
konnten wir dann doch in vielen Gesprächen wieder vorziehen auf 2014 erreichen und haben jetzt nach 10 Monaten Bauzeit, sind wir soweit, dass wir das Haus der Bestimmung übergeben können. Ich bin dankbar, dass auch unser 1200-jähriges Geburtstagsfest das Vorrücken vielleicht um ein Jahr ermöglichte. Herr Landesrat, es hätte keine passendere Investition im Jubiläumsjahr geben können. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Herr Landesrat, und allen beteiligten Mitarbeitern für die finanzielle Unterstützung und für die zügige Abwicklung bei allen Verfahrensschritten. Mit der OE Wohnbau als offizieller Bauherr haben wir einen Partner gefunden, der durch viel Erfahrung und kompromisslos gewissenhafte Überwachung eine wesentliche Säule der positiven Umsetzung des neuen Feuerwehrhauses war. Ich darf mich bei Dr. Hochleitner, Herrn Prokurist Rechberger und bei Herrn Ingenieur Seiringer sehr herzlich dafür bedanken. Vom Architektenwettbewerb bis zur künstlerischen Gestaltung und der Endabnahme sind wir vollauf zufrieden für die professionelle Unterstützung. Unter Einbindung aller Feuerwehrleute und größtmöglicher Rücksichtnahme auf die Nachbarn konnte im besten Einvernehmen dieser Bau begonnen werden. Besonderer Wert wurde gelegt, dass möglichst viel Wertschöpfung in der Region bleibt. Vom Architekten angefangen, Wolf-Architektur aus Christkirchen, über die Subplaner, die ausführenden Firmen bis zur künstlerischen Gestaltung durch Herrn Burgstall aus Galsbach ist dies auch zu 80% gelungen. Viele Firmen der Region und Firmen mit vielen Mitarbeitern aus Wallern bewerkstelligen diesen Bau. Stolz bin ich besonders auf zwei Punkte. Erstens, dass wir zum Bau des Hauses die notwendigen Mittel zuvor angespart haben und keine Fremdfinanzierung der Gemeindemittel benötigen. Und zweitens, dass wir den vorgesehenen Kostenrahmen genau eingehalten haben und dass das Haus in vielen Punkten trotzdem weit über die Qualitätsstandards hinausreicht. Möglich wurde dies aufgrund der großen Unterstützung einerseits der heimischen Bevölkerung und Betriebe und andererseits durch den unermüdlichen Einsatz aller Feuerwehrleute. Wie bei jedem größeren Vorhaben in unserer Gemeinde gab es natürlich auch beim Feuerwehrhaus ein Baukomitee, das sich aus dem Gemeindevorstand Kampel, Gemeinderat Hürmandinger, meiner Wenigkeit und Kommandant Kalliauer zusammensetzte. Jeden Mittwochvormittag, manchmal eine, zwei oder drei Stunden, wurden alle Details festgelegt. Für die Gemeindevertreter war damit die wöchentliche Aufgabe großteils erfüllt. Für den Kommandant Kalliauer ging dann eine neue, intensive Arbeitswoche erst wieder richtig los. In jedes Detail war er zu 100% eingebunden. Ja, viele Details hat er selber geplant und erarbeitet. Unzählige Stunden mit dem Architekten, Unterhol, Wohnbau sowie den ausführenden Firmen die Details besprochen und dann einen ganz großen Umfang davon selbst oder mit seinem Team ausgeführt. Für Planer und Bauaufsicht war es vielleicht manchmal schon ein bisschen mühsam. Aber für die Marktgemeinde war unser Feuerwehrkommandant eine unbezahlbare Hilfe und gleichzeitig die Sicherheit, dass jedes von ihm geplante Detail zu 100% optimiert ist, funktioniert und dann auch noch toll aussieht. Lieber Wolfgang, der Gemeinderat hat deine Arbeit in seiner letzten Sitzung entsprechend gewürdigt und dir für deine Leistung und das neue Feuerwehrhaus die Ehrenplakette der Marktgemeinde Wallern verliehen. Ich gratuliere dir dazu sehr herzlich und darf die beiden Vizebürgermeister bitten, mich bei der Überreichung zu unterstützen. Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang auch an alle Partnerinnen unserer Feuerwehrkameraden. Die Fire Girls haben bis zuletzt kräftig mitgearbeitet. Stellvertretend Andrea, darf ich dir einen Strauß Blumen überreichen. Über das gelungene Werk
das wieder für Jahrzehnte die notwendigen Rahmenbedingungen für eure Arbeit bietet. Wir schätzen eure Einsatzbereitschaft und Hilfeleistungen, wie wir sie zuletzt zum Beispiel im Juni dieses Jahres beim Hochwasser erfahren mussten. Es ist für mich eine große Freude, eure Motivation, euren Einsatz, ob im Notfall oder beim Entstehen dieses Hauses mitzuerleben. Aufgrund der Spendenfreudigkeit und Unterstützung aus der gesamten Bevölkerung war es auch möglich, noch den ersten Schritt in Richtung Ankauf neuer Fahrzeuge zu tätigen. So konnte mit gemeinsamer Anstrengung der Feuerwehr und der Marktgemeinde auch noch ein Kommandofahrzeug, auch dieses wurde in Wallern gekauft, angeschafft werden. Nächste Woche wird in der letzten Gemeinderatssitzung dieser Funktionsperiode noch der Kauf eines Tanklöschfahrzeuges beschlossen, das im Herbst nächsten Jahres ausgeliefert wird. Leider hat unser Fuhrpark auch ein Alter von 30 Jahren und darüber und muss nun sukzessive erneuert werden. Also große Aufgaben stehen uns bevor, wo wir doch wissen, dass wir auch eine neue Volksschule zu bauen beginnen. Die gemeinsame Arbeit für Wallern, wurde schon erwähnt, ist unser Markenzeichen und stand in der Vergangenheit immer im Mittelpunkt. Wenn es auch in Vorwahlzeiten von einigen wenigen manchmal vergessen wird, sollte es mit allen zukunftsorientierten Kräften auch in Zukunft der Grundstein für eine positive Entwicklung unserer Gemeinde sein. Ich höre es auf, weil wir ausgemacht haben, jeder redet nur die Hälfte. In diesem Sinn wünsche ich euch allen ein schönes Festwochenende, bedanke mich fürs Kommen, eine unfallfreie Zeit mit dem Haus und dem neuen Auto. Dankeschön. Herr Bürgermeister, möchte mich bei dir persönlich und allen Verantwortungsträgern der Marktgemeinde Wallern bedanken. Diese Auszeichnung bedeutet für mich eine besondere, wird sicher ein schönes Platzl bei dir daheim bekommen und wahrscheinlich sogar hinter unserem Bett, weil ich mich vorher in der letzten Zeit ein bisschen wenig gesehen und ich glaube, dann können wir gemeinsam da mal aufschauen und mal so denken, dass wir an einer guten Sache gearbeitet haben. Ich darf somit unseren nächsten Festredner, Herrn Dr. Ferdinand Hochleitner von der OI Wohnbau, um seine Ansprache bitten. Hochwürdige Geistlichkeit, lieber Feuerwehrlandesrat Marc Siegelsberger, Herr Bürgermeister, Herr Kommandant Kaljauer, auch ich möchte dir von dieser Stelle zu dieser wunderschönen Auszeichnung gratulieren. Die Ausdruck dafür ist, was du bei diesem Feuerwehrhaus geleistet hast. Herzlichen Glückwunsch, herzliche Gratulation, liebe Feuerwehrkameraden von nah und fern, vor allem aber liebe Fest- und Ehrengäste. Für mich ist es auch ein schöner Anlass, hier seitens der OE Wohnbau Danke sagen zu dürfen, in mehrfacher Hinsicht. Zum einen, weil wir hier mit dem 29. Feuerwehrhaus wirklich unsere feuerwehrmäßige Kompetenz unter Beweis stellen könnten. Es ist immer wieder eine Freude, ein so schönes und gelungenes Objekt der Bestimmung übergeben zu können. Und vor allem freut es mich auch, weil weitere 4 Feuerwehrhäuser bei uns in Produktion bzw. in Vorbereitung sind. Ich möchte mich bedanken, auch bei der Gemeinde Wallern. Vom Bürgermeister Kieslinger ist ja schon einiges in unsere Richtung gesagt worden. Lieber Franz Kieslinger, ich darf auch dir Danke sagen für die äußerst gute Zusammenarbeit, die hier wirklich bestens funktioniert hat und glaube ich auch Basis und Grundstein für eine weitere solide Partnerschaft sein wird, weil ja auch das nächste Projekt, die Sanierung der Volksschule, bereits in gemeinsamer Vorbereitung ist. Wir stehen hier alle staunend, vor allem ihr, liebe Feuerwehrkameraden, vor diesem Feuerwehrhaus. Es ist wirklich beeindruckend und wunderschön. Es musste nur irgendwann einmal in einem Kopf entstehen und zu Papier gebracht werden. Das war die Aufgabe des Architekten Wolf Großruck. Und nachdem es für uns schon ein kleines Jubiläum ist, bereits das 3. Feuerwehrhaus, das wir in der Partnerschaft Wolf Großruck bzw. OE Wohnbau miteinander abgewickelt haben, möchte ich mich auch noch einmal bei ihm für diese tolle und wirklich gute und vor allem auch tragfähige Zusammenarbeit bedanken. Nächster Dank gilt den Professionalisten. Wenn nicht alle an einem Strang ziehen und nicht alle dasselbe Ziel verfolgen, dann können vor allem nicht innerhalb so kurzer Zeit so tolle Bauwerke entstehen. 11 Jahre Vorbereitung, hast du gesagt, Bürgermeister Kieslinger, in gerade einem Dreivierteljahr haben wir gemeinsam mit der Unterstützung der Professionisten dieses Bauwerk fertigstellen können. 88% der Wertschöpfung
das habe ich mir eigens noch angeschaut, bevor ich hergefahren bin, 88% der Wertschöpfung dieses Bauvorhabens sind in der Region geblieben. Und das verstehen wir als OE Wohnbau unter Nachhaltigkeit. Immer dort, wo die öffentliche Hand investiert, sollen vor allem die Firmen und Unternehmen aus dem Nahebereich herangezogen werden zur Ausführung, weil hier auch die Menschen Arbeit und Beschäftigung finden. Ein Dank dem Kommandanten Kalliauer, ich habe es bereits gesagt, zu Anfang, er hat sich intensiv eingebracht in dieses Bauvorhaben, wie kein zweiter, wie kein anderer. Und wer aufmerksam durch dieses Haus geht, der wird überall da oder dort seine persönliche Handschrift finden. Und ein abschließender und dann letztlich, letzter Dank, aber ein nicht unwesentlicher Dank auch an meine Mitarbeiter, den Michael Seiringer, der als Bauleiter dafür verantwortlich war, dass sich alles wundersam zusammengefügt hat und wir heute dieses Bauwerk übergeben können. Ich habe damit, liebe Kameraden von der FF Wallern, ein neues, zeitgemäßes, auf der Höhe der Zeit befindliches Einsatzzentrum bekommen. Von hier aus werdet ihr üben, von hier aus werdet ihr die Einsatztätigkeit bestreiten. Ich wünsche euch, dass ihr immer wieder gesund von dieser ehrenamtlichen Tätigkeit zurückkommt. Und wenn man ein neues Haus bezieht, dann gibt es ein altes, ein schönes Symbol dafür, dass in diesem Haus nie Not und Notstand leiden möge, beziehungsweise immer Glück und Eintracht herrschen möge, dass alle, die hier ein- und ausgehen, unter dem Schutz Gottes stehen, nämlich Salz und Brot. Und dieses kleine Symbol, Herr Kommandant, darf ich dir jetzt übergeben. Glück auf und danke. Eine Ansprache. Darf nochmal bekunden, meine Zusammenarbeit, das habe ich gern gemacht und es war eine Freude, wie bereits erwähnt, mit allen Professionisten zusammenarbeiten zu dürfen. Darf somit auf Feuerwehrebene meinen Chef um seine Festansprache bitten, Herrn Landesfeuerwehrkommandant, Landesbranddirektor Wolfgang Großscheiner. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei solchen Anlässen der Chef bin. Liebe Kameradinnen und Kameraden, sehr verehrte Ehrengäste, meine Damen und Herren, ich würde einmal sagen, es ist typisch Bezirk Christkirchen, gerade da in den drei Bezirke Ländereck. Wenn die Feuerwehr ruft, dann kommt im Bezirk Christkirchen keiner, wenn man sieht. Nein, es ist wirklich beeindruckend. Es ist beeindruckend und Land auf, Land ab und der Herr Ehrenlandesbranddirektor Huber wird es bestätigen können, spielt da der Bezirk Christkirchen eine ganz, ganz besondere Rolle. Hier gilt das, was für Wallern im Speziellen gilt. Gemeinsam sind wir Feuerwehr, gemeinsam sind wir stark über den ganzen Bezirk. Und dafür von mir aus hier, anlässlich dieses besonderen Festes heute, ein großes Dankeschön. Ein Dankeschön für diese Gemeinsamkeit, für diese Kameradschaft. Sie erweist sich nicht nur bei den Festen, der Kommandant hat schon geschildert, sie erweist sich, wenn wir gemeinsam den Menschen helfen, wie heuer zum Beispiel Anfang Juni. Der Herr Direktor Noel Wombach hat geschildert, das Zustandekommen dieses Gebäudes, der Herr Bürgermeister, was sagt man zu einem besonderen Gebäude, zu einem Gebäude, in das meines Erachtens jeder oberösterreichische Feuerwehrmann, jede oberösterreichische Feuerwehrfrau hereingehen kann und arbeiten kann. Jeder kennt es im Brennpunkt, was veröffentlicht. Und ich möchte an dem ganz kurz noch anknüpfen und auf dem aufbauend ein paar Worte sagen. Aus dieser Schilderung über die Baugeschichte, über das, was dieses Gebäude kann man ermessen, mit welchem Enthusiasmus, mit welchem Engagement in die Planung gegangen wurde, mit welchem Weitblick oder welchen Weitblick man sich vorgenommen hat, um wieder ein Gebäude für die nächsten 40 Jahre zu schaffen, um wieder die Anforderungen der Zukunft zu bewältigen. Aus diesen Schilderungen kommt hervor, mit welcher Finesse manche Ausrüstung dieses Hauses gestaltet wurde, mit welcher Idee Anwesenheitskontrolle über Sensorik bei den Spinden, ja, und das zirkt sie bis zu den WC-Anlagen, wie man schon überzeugen konnte. Also es ist wirklich unendlich viel an Gestaltungskraft, an Innovationskraft, aber gleichzeitig auch unendlich viel an Bedachtheit und Verantwortungsbewusstsein doch spürbar geworden. Allein in dieser Berichterstattung. Ich denke, wenn man durch das Haus geht, und den ersten Eindruck konnte ich mir schon machen,
wird man das feststellen. Und ich denke, das macht es auch aus, wenn Unterkünfte, Arbeitsstätten geschaffen werden. Und das ist keine Arbeitsstätte, das ist letztendlich ein gemeinsames Werk. Und der Herr Bürgermeister hat es zum Ausdruck gebracht. Es hat sich die Gemeinde intensiv zusammen mit der Feuerwehr über Jahre, aber zuletzt über viele Monate, wöchentlich einmal intensiv damit beschäftigt, dass dieses Werk, dass diese besondere Einsatzzentrale ein Werk für die Zukunft wird. In diesem Sinne darf ich mich bei all jenen, die am Zustandekommen beigetragen haben, herzlichst bedanken. Speziell, lieber Wolfgang Gallier, bei dir und deinem Team, bei euren Angehörigen, die wirklich unendlich viel Mühe, Engagement in dieses Werk, in dieses gemeinsame Werk gelegt haben. Es wird euch sehr, sehr viel Freude bereiten. Es wird Ausgangspunkt sein, wenn es darum geht, den Menschen zu helfen. Es wird aber auch Rückzugspunkt sein, wenn es darum geht, wieder Kraft zu sammeln, um wieder den Menschen helfen zu können. Es wird Zentrum für Ausbildung sein. Es wird Zentrum dafür sein, was wir als unseren Kit bezeichnen, nämlich Zentrum für Kameradschaft. In diesem Sinne alles, alles Gute. Und stellvertretend für all jene, die an diesem großartigen Werk mitgewirkt haben, ob das der Bürgermeister außer Dienst war, alle Gemeinderatsmitglieder, alle Mitglieder der Feuerwehr, darf ich nunmehr dir, lieber Herr Bürgermeister, ganz, ganz persönlich ein großes Dankeschön aussprechen für dein Engagement und dir gemeinsam mit dem Bezirksfeuerwehrkommandanten und ich darf auch unseren Herrn Landesrat dazu bitten, die Floriani-Plakette in Bronze des Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes mit dem aufrichtigen Dankeschön für dein Wirken und mit dem aufrichtigen Dankeschön für dein zukünftiges auch Wirken im Sinne der Feuerwehr überreichen. Nochmals, herzliche Gratulation zu diesem wunderschönen Gebäude, zu dieser Heimstätte für Hilfeleistung. Herzliche Gratulation zu eurem neuen Fahrzeug. Viel Erfolg in der Zukunft und ein kräftiges Glück auf. Herr Landesparteitag, ich danke dir für deine Festansprache. Und vor allem für diese tolle Überraschung an unseren Bürgermeister soll er wirklich eine würdige Anerkennung sein für seine Leistung für das Feuerwesen. Recht herzlichen Dank. Darf nun als nächsten Gastredner unseren Landesrat Max Hittelsberger um seine Festansprache bitten. Ja, liebe Gäste, auch von mir ein herzlicher Willkommensgruß. Ich begrüße stellvertretend protokollarisch, perfekt hat es ja der Kommandant gemacht, den Kommandanten Wolfgang Kalliauer und den Bürgermeister Franz Kieslinger. Ja, liebe Gäste, so schön kann Steuerzahlen sein. Würden Sie nicht tagtäglich Ihre Arbeit nachgehen, würden nicht die Unternehmen das Ihrige dazu beitragen, wir hätten niemals die Möglichkeit vom Land Oberösterreich in diese Anlagen zu investieren. Der geht der erste Dank an alle, die pünktlich ihre Steuern zahlen, damit so etwas umgesetzt werden kann. Wir wissen, dass Feuerwehr in Oberösterreich eine große Familie ist und dass Feuerwehr in Oberösterreich perfekt funktioniert. Eigentlich ist es LSD, eine lokale Sicherheitsdienstleistungseinrichtung. Und das macht, glaube ich, das System auch aus. Alle, die im Feuerwehrbereich tätig sind, fühlen sich von dieser Droge, Gott sei Dank, angesteckt. Wir wissen, dass sehr viel Zeit und Engagement investiert wird, dass sehr viel Urlaub in die persönliche Ausbildung geht, um das zu bewerkstelligen, was die Menschen von euch dann erwarten. Professionell, unkompliziert, schlagkräftig, dort zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Und wir können in Oberösterreich wirklich stolz sein auf dieses System. Die Firma Rosenbauer sagt, es ist das Beste der Welt. Diese Freiwilligkeit kann man nicht anordnen, diese Freiwilligkeit kann man nicht verfügen. Man kann sie nur unterstützen und man kann motivieren. Und daher bedanke ich mich bei der Gemeinde Wallern, dass wir in diesem Umfang dieses Projekt vollzogen haben.
Da ist schon die Gemeinde Wallern etwas bevorzugt, privilegiert durch die eigenen Finanzen. Dabei, das wird eindeutig hier sichtbar und spürbar und natürlich auch durch die großartige Unterstützung des Kommandanten und der Feuerwehr. Und wir wissen, dass das nur dann funktionieren kann, wenn es sie gibt. Wir würden kein Feuerwehrhaus brauchen, wir würden auch kein Fahrzeug brauchen, wenn es nicht die Menschen dahinter geben würde. Der herzlichen Dank für diese Bereitschaft und für dieses Engagement. Der zweite wesentliche Punkt ist die Jugendarbeit, die in den oberösterreichischen Feuerwehren geleistet wird. Es ist sensationell, in welcher Motivation die Jugendbetreuer hier die jungen Menschen einbegleiten, in das, was unsere Gesellschaft auch im 21. Jahrhundert braucht. Wir brauchen sicher nicht Hetze und wir brauchen sicher nicht Angst. Was wir brauchen, ist Solidarität, ist Toleranz und ist Menschlichkeit. Und das wird in den Feuerwehren zugrunde gelegt. Wirklich danke für diese Arbeit, die auch bei den jungen Menschen gesetzt wird, dass das entwickelt werden kann, was sie auch zukünftig brauchen. Ja, und Feuerwehr ist eindeutig mehr. Es geht nicht nur um Einsatz und es geht nicht nur um Technik. Es geht vor allem um Kameradschaft. Würde es diese nicht geben und daher ist das schönste Geschenk am heutigen Tag, garantiert die 43 Feuerwehren, die heute mit ihren Kommandanten angetreten sind. Feuerwehr funktioniert nicht nur im Einsatz, Feuerwehr funktioniert auch beim Feiern. Und das hat auch der heilige Florian gewusst und ist ja nicht nur der Patron von den Feuerwehren, sondern auch von den Bierbrauern. Also da weiß man genau, auch damals wurde schon erkannt, es braucht immer Motivationsmittel, damit Systeme funktionieren. Ja, und wir sind gut unterwegs, liebe Kameraden in Oberösterreich. Von 2009 bis 2014 104 Feuerwehrhausprojekte um 71 Millionen Euro. Im Jahr 2015/22, da zählt jetzt Wallern dazu mit 19 Millionen Euro und Fahrzeuge, 70 Fahrzeuge um 14 Millionen Euro. Und das ist nicht umsonst, liebe Bürger. Das ist Einrichtung, das ist Investition in die Sicherheit vor Ort. Das braucht Oberösterreich, das braucht das Feuerwehrwesen und das brauchen die Gemeinden. In diesem Sinne, nachdem der Andreas Hochmeier und die evangelische Pfarrgemeinde Wallern auch vertreten ist, der Martin Luther hat einmal gemeint, tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Gott zur Ehre, dem Nächsten zur Wehr, alles Gute. Herr Landesherr, ich danke dir für deine wirklich aufmunternden Worte und ich glaube, ich darf sagen, heute stellvertretend für die gesamte angetretene große Feuerfamilie. Wir werden auch in Zukunft da sein, egal aus welchem Grund. Wenn irgendwo Hilfe benötigt wird, dann werden wir schlagkräftig fort sein und unseren Gemeindebürgern helfend zur Seite stehen. Das kann ich dir garantieren. Das wird die nächsten Jahrzehnte genauso weitergeführt und dann da ziehen wir an einen Strang. Thank you.
Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, geschätzte Festgäste, sehr geehrte Damen und Herren. Wir, Pfarrer Gerhard Schwarz und ich, wir bedanken uns für die Einladung zur Segnung dieses neu errichteten Feuerwehrhauses und des neu angeschafften Kommandofahrzeuges. Wir wollen heute dieses Haus und dieses Auto seiner Bestimmung übergeben. Und wir wollen für die Menschen, die hier ihren Dienst tun, die hier dann zur Stelle sind, wenn die Not groß ist und die wissen, dass es oft um Leben und Tod gehen kann, die ihr Leben für die Mitmenschen riskieren, wir wollen in dieser Stunde um Gottes Segen bitten. Wir beginnen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beginnen im Namen Gottes, der Vater aller Menschen ist und der uns eine Menschenwürde gibt, die unabhängig ist von unserer Nation. Wir beginnen im Namen Jesu, der einer von uns geworden ist und der an der Seite der Schwächsten steht. Wir beginnen im Namen des Heiligen Geistes, der Wohnung in uns nimmt und der uns seine Liebe schenkt in unser Herz. Als Christen richten wir uns aus nach unserem Namensgeber, nach Jesus Christus. Und deshalb habe ich als Schriftsteller ausgesucht eine Stelle aus dem Markus-Evangelium. An jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute weg und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinter dem Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still. Und der Wind legte sich, und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht, und sie sagten zueinander: Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen? Wenn ich so viele Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, so viele Jugend der Feuerwehr sehe, dann habe ich ein Gefühl der Hochachtung und Dankbarkeit. Und ich denke auch zurück an den 8. Juni und auch manche andere Einsätze im Ort und in der Umgebung. Wie im Evangelium stelle ich mir die Feuerwehrleute auch in einem Boot vor. Auch ihr habt manches Mal wohl Angst, ein ungutes Gefühl. Wie wird es gehen bei diesem Einsatz? Aber ihr wisst, da ist einer, sprich Kommandant, der weiß, wie es gehen soll und führt euch zum Richtigen. Ich möchte damit nicht sagen, dass ihr es ohne Leitung nicht auch schaffen würdet, aber es ist nun einmal wichtig und das Gemeinsame ist betont worden heute. Unsere Pfarre gehört zum Stift St. Florian. Und unser Ordensvater ist Augustinus. Und der hat einmal gesagt: Wenn zwei in einem Boot sitzen und jeder rudert in eine andere Richtung, werden sie nicht ans Ziel kommen. Ob das jetzt bei der Feuerwehr ist, im Beruf, in der Familie, in der Kirche, in der Ökumene oder sonst wo, der Satz,
dass die gemeinsame Richtung stimmen soll, ist einfach wichtig. Liebe Feuerwehrleute, liebe Feuerwehrjugend, aber auch die lieben Frauen von den Feuerwehrmännern hier in Wallern, ihr habt in den letzten Monaten viel miteinander gearbeitet. Euer Ziel war es, gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Mit Hilfe der Gemeinde des Landes ein großes, modernes Zeughaus zu bauen und noch dazu ein Kommandofahrzeug anzuschaffen. Es ist euch gelungen. Heute können Haus und Fahrzeug offiziell ihre Bestimmung übergeben werden. Ein großes Fest. Und ich spreche jetzt auch die an, die aus Altersgründen nicht mehr aktiv sind. Ich denke zurück an den Abriss unserer alten Kirche vor 34 Jahren, wo die Freiwillige Feuerwehr eine große Hilfe war. Und ich denke an viele Einsätze, zuletzt auch die Hilfe der Feuerwehr beim unserem Jubiläumsfest 1200 Jahre Wallern. Danke, dass ihr immer zur Stelle seid, wenn eure Hilfe gebraucht wird. Das Evangelium sagt, dass wir auch vertrauen dürfen, auch wenn es manches Mal so ausschaut, als würde unser Gott schlafen und unsere Not nicht bemerken. Heute aber dürfen wir uns gemeinsam mit euch Feuerwehren freuen, dass alles gut gelungen ist, dass Menschen nicht zu Schaden gekommen sind, dass eine schöne Skulptur vom Erwin Burgstaller die Einfahrt ziert. Pfarrer Hochmeier und ich möchten uns heute auch gemeinsam mit Pfarrgemeinderatsobmann und Kurator einen kleinen Präsent bei euch einstellen, nämlich einem Kreuz, ebenfalls von Künstler Erwin Burgstaller aus Galsbach. Ich möchte es euch wenigstens zeigen. Ich glaube, es zeigt etwas auch vom Rot der Feuerwehr, vom Kreuz, das nach oben weist, und vom Querbalken, der uns miteinander verbindet. So dürfen Pfarrer Hochmeier und ich dieses Kreuz, dieses Gebäude, das neue Fahrzeug, vor allem aber die Menschen, die von hier aus ihre Einsätze machen, segnen und Gott bitten, dass sie heil und gesund bleiben beim freiwilligen Dienst an Menschen, an Natur und Umwelt. So wollen wir Gott bitten. Und ich darf ersuchen, zum Segensgebet aufzustehen. Guter Gott, an diesem Tag sind wir dankbar und voll Freude zusammengekommen, dass Menschen bereit sind, sich für den Schutz anderer einzusetzen, ist ein großer Segen. Du, Herr, unser Gott, hast die Welt erschaffen und alles wunderbar geordnet. So bitten wir dich, segne dieses Feuerwehrhaus, dieses Feuerwehrauto, das heute in den Dienst gestellt wird. In der Gefahr trage es dazu bei, die zerstörerische Gewalt von Feuer, von Wasser, von allen Naturkatastrophen abzuwehren, zu lindern. Schütze die Menschen, die für uns im Einsatz sind und als Feuerwehrleute ihren Dienst zum Wohl der Gemeinschaft verrichten. Bewahre sie vor Schaden und mache uns alle bereit zur aufrichtigen Zusammenarbeit, zur geschwisterlichen Hilfeleistung und zum Dienst am Nächsten.
komme auf das Kreuz herab, auf das Feuerwehrhaus und auf das Kommandofahrzeug dann. Der Segen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen nun in der Fürbitte vor Gott treten und für die Menschen hier, die ihren Dienst tun, dieselben Gott anbefehlen. Herr, wir segnen heute dieses neu erbaute Feuerwehrhaus. Lass es zu einem Ort sicherer Hilfe und aktiver Ausbildung, aber auch Vorgemeinschaft werden, und mache es so zum Segen für die Menschen dieser Gemeinde. Herr, schenke jenen Feuerwehrkameraden in Führungspositionen, die Verantwortung tragen und oft schnelle Entscheidungen fällen müssen, das notwendige Feingefühl, um diese richtig zum Wohle aller treffen zu können. Herr, wir bitten dich für dieses neu eingesetzte Kommandofahrzeug. Lass es uns Feuerwehrleuten im Einsatz dienlich sein und lass uns gesund an unser Ziel und wieder nach Hause kommen. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Herr, wir bitten dich, dass sich immer wieder junge Menschen finden, die bereit sind, sich im Dienst der Feuerwehr für den Nächsten einzusetzen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, wir bitten dich, schütze alle Feuerwehrleute, die im Einsatz Gefahr für Gesundheit und Leben auf sich nehmen. Halte deine schützende Hand über sie, damit sie auch weiterhin nach dem Leitsatz Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr handeln können. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, jeder von uns kennt Feuerwehrkameraden, die uns bereits zu dir vorausgegangen sind. Lass sie uns nicht vergessen, lohne ihnen ihre Hilfsbereitschaft und schenke ihnen die ewige Ruhe bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Die Ausgesprochenen und die Ungesprochenen bitten, nehmen wir mit hinein und richten sie aus am Gebet unseres Herrn. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hinein in diesen Abend im Segen des Herrn. Jesus Christus sei bei euch, euch zu beschützen. Er gehe vor euch her, um euch sicher zu geleiten. Er stehe hinter euch, um euch zu schirmen. Er schaue euch gnädig an und er bewahre euch. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch zur Heiligkeit. Amen. Amen. Die Freiwillige Feuerwehr hat uns beim großen Jubiläumsfest auch tatkräftig unterstützt und so möchten wir noch auch eine kleine Spende für die Ausgaben, die sie immer wieder hat, auch überreichen dann. Herzlichen Dank für die tatkräftige Unterstützung beim
1200 Jahrfestivalen ohne euch wäre das nicht gegangen, verantwortlich für die Gastronomie war ja die evangelische und katholische Gemeinde. Und dank eurer Unterstützung ist es wirklich klaglos über die Bühne gegangen. Es waren immerhin 1500 Personen zu versorgen. Herzlichen Dank und eine kleine Aufmerksamkeit. Danke Ihnen. Sehr geschätzte anwesende Personen, wir sind schon sehr weit fortgeschritten, möchte nichts mehr weiter hinauszögern, möchte aber abschließend von meiner Seite dankende Worte finden, und zwar dankende Worte für die würdigende Segnung unseres neuen Feuerwehrhauses und des Kommandofahrzeuges. Ich bedanke mich hiermit recht herzlich bei den beiden Pfarrherren und so wie es in Wallern gelebt wird, helfen gerne zusammen und es wird auch in Zukunft weitergeführt. Kein Problem, wir Feuerwehrmänner sind immer zur Stelle und wenn wir von den anderen Hilfe brauchen, wird das genauso kommuniziert. Genauso gehört es in einer Gemeinde gelebt wie in Wallern. Recht herzlichen Dank dafür. Des Weiteren möchte ich mich abschließend noch für die ordentlichen Ausführungen der Arbeiten bei unserem Feuerwehrhaus bedanken. Ich bedanke mich ausdrücklich bei der Gemeindebevölkerung für die überwältigende Spendenbereitschaft in Zeiten wie diesen. Es war für uns nicht selbstverständlich, aber es war für mich als Kommandant eine sehr würdigende Sache, wie ich dann von meinem Kassier erfahren habe, dass die Wahlerer Gemeindebevölkerung und darüber hinaus wirklich ein Herz für die Feuerwehr haben. Und ich möchte wirklich stellvertretend für alle jetzt anwesenden Gemeinde- und Wahlerbürger Danke sagen. Für uns Feuerwehr ist das nicht selbstverständlich gewesen. Ein recht herzliches Dank an die Gemeindebevölkerung von Wallern. Weiters möchte ich auch bedanken für die wirklich tiefgründigen Festansprachen, die Festreden. Ich bedanke mich vor allem für die Inhalte und jeder, der genau zugehört hat, jeder Anwesende hat eben auch ein Herz für die Feuerwehr. Wir haben ein großes Herz und wir helfen überall gerne. Wirklich ein recht herzliches Danke an alle politischen Funktionäre und anwesende Ehrengäste. Danke sehr. Euch allen möchte ich danken für die Teilnahme am Festakt. Weiters die Gastfeuerwehren in der großen Einteilung macht mich wirklich große Freude. Möchte euch anschließend, die Sonne neigt sich schon dem Ende zu, wir haben zum Glück eine gute Außenbeleuchtung, möchte euch wirklich noch für die Teilnahme am Festtag dann anschließend im Festzelt einladen. Wir haben uns alle Mühe gemacht, wir haben wirklich eine gute Organisation geleistet. Verzeiht mir heute Abend, wenn ich es nicht schaffe, zu jeder Feuerwehr persönlich zu gehen, aber wir werden sicher irgendwo wieder gemeinsam auftreten. Und für mich als Kommandant der Feuerwehr Wallern ist es wirklich eine große Ehre, eine dermaßen große Feuerwehrfamilie begrüßen dürfen und ihr habt wirklich Interesse gezeigt. Ein großes Applaus und bitte diesen gebt es euch hier euch persönlich. Recht herzlichen Dank. Abschließend möchte ich natürlich noch eine kleine Werbung in eigenem Interesse machen. Ihr werdet heute sicher, ob sich die Möglichkeit gehabt, dass wirklich detailgenau unser multifunktionelles Feuerwehrgebäude besichtigen konntet. Am Sonntag haben wir zum Beispiel einen super Frühschoppen. Wir machen da einen Tag der offenen Tür. Ich lade alle Feuerwehrmänner, die was bereits heute da sind, und natürlich auch alle Feuerwehrfrauen, sowie die Gemeindebevölkerung ein. Kommt am Sonntag zu uns. Wir werden euch die Funktionalität des Gebäudes vorstellen. Anschließend möchte ich euch auch wieder einladen zu einem super Frühschoppen, wieder musikalisch am Rand von unserer Musikkapelle Wallern. Ist eine Profigruppe und bedanke mich auch da recht herzlich. Ich bitte nun unsere Musik um 3 Strophen Warmerland. Feuerwehr! Ab! Thank you.
Feuerwehren, Ruhe! Zugskommandanten, Ausmarsch und Nivellierung von der Festzelle durchführen. Den Musik ersuche ich um Aufstellung wie vereinbart. Die Ehrengäste ersuche ich ebenfalls anschließend hinter der Musik sofort formlos Aufstellung einzunehmen. Feuerwehr, ab Acht! Zugskommandant 2, zweiten Marschblock übernehmen.
sein.